Mit dem Spiel gegen den FC Luzern beendet der FC Basel die Runde von der Super League. Das aber nicht wie gewünscht. Der FCB verliert die Partie nämlich in der letzten Minute mit 2:3. Damit schließt Rot-Blau die Hinrunde auf Platz 6 ab und ist so schlecht wie noch nie in der Hinrunde. Über den angesprochenen Match reden wir heute im FCB Total. Schön sind Sie auch heute wieder dabei. Und schön sind auch meine beiden Gäste dabei. Zu meiner Rechten der Massimo Ceccaroni. Hallo Janik. Und zu meiner Linken der Ernie Meissen. Salut Ernie. Salut Janik. Ja, am Samstag verliert der FC Basel gegen den FC Luzern mit 2:3 zum Abschluss von dieser Hinrunde. Damit ist der Saisonziel vom FCB, der zweite Platz, langsam aber sicher in weite Ferne gerückt. Und klar ist auch, dass die Spieler nach dieser Partie gefrustet gewesen sind. So, gewinnen wir auch in der Challenge League kein Spiel. Wenn du dich so verhaltest, kriegst du immer Gegentore. Das sind Sachen, die in einem Erwachsenenfußball einfach nicht passieren dürfen. Unerklärlich, auch was wir für Situationen im Spiel haben, was wir für Aktionen haben, die habe ich in meiner Karriere noch nie gesehen. Rückpass, Passivität, Zweikampfverhalten. Man lässt die Spieler weglaufen. Es ist unglaublich. Das Goal verteidigen. Ja, das kann auch eine Zweitligamannschaft mit Herz und Seele. Und wo man so einfach Gegengol bekommt, 3 Goal in einer Halbzeit. Das ist schon eine Marke, die man zuerst einmal verkraften muss. Man würde einen anderen FCB im neuen Jahr sehen. Das Versprechen der Verantwortlichen. Nach den ersten beiden Spielen ist der Frust aber riesig. Auch beim Alex Frey, der gedacht hat, dass seine Mannschaft schon weiter ist. Selbstverständlich, ja. Alle Anzeichen sind so gesehen, ja. Wir haben gute Vorbereitung gehabt, wir haben viele Sachen verändert. Aber das Spiel heute ist natürlich, vor allem nach meinem Heimspiel, eine Katastrophe. Realität ist, dass wir immer wieder so ein Match werden drin haben. Das ist die Realität. Mein Job ist es, dass die Realität so klein wie möglich ist. Der Frust lässt er aber nicht öffentlich an einzelnen Spielern raus, sondern stellt sich schützend vor die Mannschaft. Ich bin immer schuld. Kein Problem. Tue ich lieber die Schuld auf mich nehmen, als dass irgendjemand von der Mannschaft öffentlich kritisiert wird. Das ist mein Job. Das ist für mich kein Problem. Noch kein Problem hat der FCB in der ersten Halbzeit gehabt und ist mit einer 1:0-Führung in die Pause. Aber einmal mehr schafft es junge Basler Kader nicht, die Leistung durchzuziehen. Das Alter will der Alex Frey aber nicht als Ausrede brauchen. Wir müssen versuchen, das auf 90 Minuten anzubekommen. Und wir werden das bis zum letzten Tag. Bis zum letzten Tag werden wir uns täglich verbessern. Manchmal klingt es schneller, manchmal weniger schnell. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass wir inklusive mit Trainerstab jeden Tag alles dafür tun, dass es nicht so ist. Und so will man das Saisonziel in der Rückrunde doch noch irgendwie erreichen. Der zweite Tabellenplatz ist aber in weite Ferne gerückt. Ja, wir haben die Tabelle sicher im Blick gehabt. Aber jetzt, nach so einem Spiel, von Platz 2 zu reden, ist für mich sehr mutig, weil einfach die Leistung überhaupt nicht gestimmt hat. Am Mittwoch im Göppspiel gegen GC muss ich aber wieder stimmen, sonst ist der Schweizer Göpp für den FCB schon im Achtelfinale vorbei. Ja, Ernie, man ist mal nicht schlecht gestartet, aber dann gegen den Schluss hat man abgebaut. Kurzes Fazit von dir. Ja, gut gestartet. Ich meine, Luzern ist auch nicht die Übermannschaft. Die haben zwei Spieler, wo den Unterschied ein bisschen ausmachen, der Yashari und der Mayo. Yashari hat eine schlechte erste Hälfte gespielt, so ca. 30-35 Minuten. Und der Meier ist eigentlich schon am Anfang hat man gesehen, dass der etwas drauf hätte und so. Aber es kann ja nicht sein, dass der FCB, dass man muss froh sein, dass man die vielleicht ein bisschen, dass man ein bisschen gut aussieht gegen den FC Luzern, wo ja nicht mehr so eine Durchschnittsmannschaft ist und man hat doch daheim gespielt und darum eben die Aussage, wir sind ja gut gestartet, das sei jetzt dahingestellt, ob das wirklich so war. Ja, also das Goal ist damit gemeint, natürlich. Wie hast du den Match gesehen, Massimo? Ich denke, gute erste Halbzeit vom FCB mit einem klaren Chancenplus.
Vor allem in der Vorwärtsbewegung haben sie auch über die Seite sehr gut gespielt. Mit dem Miller, mit dem Lopez. Vor allem die rechte Seite war sehr aktiv. Über links ist weniger gekommen. Und dort haben sie sich einige Chancen erarbeitet. Und das hat auch Hoffnung gegeben für die zweite Halbzeit. Man hat aber dort schon gemerkt, oder mir ist aufgefallen, dass Luzern einen guten Auftritt hatte, auch wenn der FCB einen Chancenplus hatte. Sie haben den Gegner probiert, unter Druck zu setzen. Sie haben sich selber auch Chancen können erarbeiten. Also man hat schon gesehen, dass man sie nicht unterschätzen darf und dass da noch einiges an Potenzial in der zweiten Halbzeit vorhanden ist. Gut, dann würde ich sagen, rollen wir den Match mal auf. Angefangen hat es eben gut für den FCB. In der 17. Minute ist Rob Lau durch Zeki Amdouni in Führung gegangen. Eine gute Balleroberung von Andi Diouf. Ja, das war alles richtig. Auch eben in der Anfangsphase hat auch Luzern manchmal ein bisschen geschlafen. Und durch das ist man dann schlussendlich da. Man sieht, wie der komplett frei steht, der Amdouni. Da hat halt Luzern auch ein bisschen geschlafen. Ist natürlich dem FCB auch entgegengekommen, dass du überhaupt zu so einer Goalchance kommst in dieser Aktion. Ich meine, so frei darfst du nicht können, so einen Ball annehmen. Checker, der Amdouni ist ja oft einer gesehen, der ein bisschen Pech vor dem Goal, viele gute Chancen nicht gemacht. Jetzt zeigt er aber doch, er hat Qualitäten. Ich denke, er hat sicher einen Schritt nach vorne gemacht, auch in seinem Spiel. Nicht nur jetzt das Goal, das er hervorragend erzielt hat, ist nicht so einfach gewesen mit dem Vollspann in langen Ecken. Er ist einer, der sehr gut sich bewegt vorne hin. Er ist immer gefährlich. Er ist nicht nur im Abschluss besser geworden. Ich denke, er ist auch ein Spieler, der die anderen Spieler gut aussehen lässt. Er ist sicher einer der ganz interessanten Spieler beim FCB. Das ist schon so. Ein weiteres Goal hat es in der ersten Halbzeit nicht gegeben. In der 60. ist dann das nächste gefallen. Das für den FC Luzern durch den Pascal Schürpf. Durch hohe Ball, Ernie. Ja, das Abwehrverhalten vom FCB nicht so professionell. Der Schürf hat man komplett aus den Augen verloren. Man hat aber auch den, der nachher die Flanke gemacht hat, dort draußen hat man auch nicht so richtig angegriffen. Man hat den nicht unter Druck gebracht, dass der halt eben nicht einfach so schön reinflanken kann. Da ist jeder ein bisschen zu weit weg vom Mann hier auch. Und hinten natürlich der Pascal vom Vogel komplett aus den Augen verloren, komplett nicht deckt. So viele darfst du halt nicht machen, das rächt sich. Und so Situationen hat es schon öfters gegeben, vor allem bei so hohen Bällen, dass einfach die Zuteilung nicht stimmt beim FCB. Das ist ja so, sie dienen sehr stark nur ballorientiert verteidigen. Also bei dieser Aktion sieht man es sehr gut. 4-5 Spieler, die sich nur ballorientiert bewegen, dann auch relativ passiv. Also man setzt den ballbesitzenden Spieler nicht unter Druck oder zu wenig unter Druck. Der hat genug Zeit, um einen präzisen Ball zu spielen. Dann verliert der Fabian Frey im 16er das Kopfballduell. Das kann es geben. Auf dem zweiten Pfosten hat der Schürpf mehr oder weniger frei. Der Vogel, der dort eigentlich den Raum abdecken sollte, ist meiner Meinung nach im ganzen Spiel ein bisschen überfordert gewesen und dementsprechend ist das Goal dann auch gefallen. Und unglücklich hat die Verteidigung auch bei der nächsten Situation ausgesehen. Der FC Luzern ist dann nämlich gekommen und ist in Führung gegangen durch den Yashari. Ja, auch hier sind auch im 16er sind zwar drei Basler dort. Der kann den Ball annehmen, kann noch sich heimkehren und schauen, wo die Yashari steht. Und der kommt auch ganz allein zum Abschluss im 16er aus 11 Metern. Das darf einfach nicht passieren. Und da ist keine Organisation, da ist auch niemand, der die Leute ein bisschen führt, der ein bisschen sagt, pass auf, da, schau dort. Und ja, und darum passiert das halt auch. Kannst du dir das erklären? Zuerst ist Mayo völlig frei, also wirklich umzingelt eigentlich von Basler, aber keiner geht drauf. Und dann der Yashari kommt von hinten und wird auch nicht null deckt. Ja, das Defensivverhalten ist natürlich jetzt, wenn man die Situationen analysiert, wirklich sehr schlecht. Also die Spieler sind zwar dort, aber keiner fühlt sich verantwortlich, irgendwie auf einen Ball zu gehen oder auf einen Ballvierenden zu gehen und auch den Nächsten irgendwie abzudecken. Also da hat es x freie Spieler, die gefährlich sind und die werden gar nicht irgendwie in Betracht gezogen. Und dort, der Trainer hat es gesagt, jetzt hat damit zu tun mit einer gewissen Organisation, mit einer Kommunikation. Mir denkt, dort übernimmt keine wirklich eine gewisse Verantwortung. Ich weiss auch nicht, muss der Marvin Hitz mehr reden, muss der Fabian Frey mehr reden.
Dort fehlt es irgendwie. Die Goal, die werden viel zu einfach erzielt auf diesem Niveau. Es wird einmal nicht einmal ein Foul gemacht, einmal ein Abgerissen, einmal in einem Zweikampf wirklich aufopferungsvoll gekämpft. Das hat mir gefehlt in diesem Spiel. Und an diesen Sachen muss man arbeiten. Und das ist etwas, was der FCB momentan nicht so gut umsetzen tut. Gut umgesetzt, das war das Stichwort. Der FCB ist nämlich nochmal zurückgekommen, nach einem Eckball, Andi Zekiri mit dem 2-2. Und dort hat für einmal die Organisation bei Luzern nicht so gestimmt. Ernie, Eckball. Ja, es ist so, Eckball, man kann den Ball setzt noch einmal auf, 7 Meter vor dem Goal. Und niemand ist rum, der den kann befreien kann. Und nachher ist halt auch Glück, er schießt den Mann an, auf und der Ball kommt genau zum Zekiri und der macht dann das Goal. Ist eigentlich auch nur Glück, dass das Goal überhaupt passiert. Das ist nicht irgendwie rausgespielt oder so und drum. Aber trotzdem, er ist noch mal zurückgekommen. Und es ist seit langem wieder mal nach einem Eckball gesehen. Der FCB hat ja ein bisschen Mühe in letzter Zeit mit Standards. Das gehört auch dazu. Gut, dass sie dort das Goal erzielt haben. Und der Zekiri ist dort reingekommen und hat gerade reagieren können. Es war vielleicht ein bisschen Glück, aber man hat sich das Goal dort erarbeitet, erzwungen. Und dementsprechend ist das natürlich immer ein probables Mittel, wenn man vielleicht aus dem Spiel aus ein bisschen Mühe hat, aus Standardsituationen zum Goalerfolg zu kommen. Ja, und dann hat man eigentlich gemeint, ja, es geht wieder mal ein Unentschieden. Aber so ist es nicht geblieben. Kurz vor Schluss macht Luzern nämlich den Siegtreffer. Und da hat die Verteidigung einmal mehr nicht gut ausgesehen. Ja, da ist schon mal der Fehlpass vom Fogel. Logisch. Und dann bleibt man einfach stehen und lässt hier einen Doppelpass praktisch spielen. Da kann man jetzt das schauen. Voilà. Ein Doppelpass. Alle bleiben stehen. Der bekommt wirklich allein im 16er den Ball zugespielt. Und innen wird auch wieder nicht geschaut. Merkt man auch nicht, dass der Stürmer komplett frei dort steht. Also frei kann man dort nicht stehen, 3 Meter vom Goal. Und das eben, das ist keine Organisation im Abwehrverhalten. Jeder fühlt sich nicht zuständig, um das Letzte zu verhindern, dass etwas passiert. Und ich frage mich, wie du das willst wegkriegen, einfach so schnell aus einer Mannschaft. Und so hat man am Schluss 2-3 verloren. Der eine oder andere Spieler ist schon, bevor man sich eigentlich bei den Fans bedankt hat, fürs Kommen, schon abgedüst in die Kabine. Das ist an Fabian Freisauer aufgestoßen. Verständlich, seine Reaktion? Ist verständlich für mich, aber ich finde, das hat gar nicht so weit gekommen. Ich frage mich, wo ist der Trainer gewesen in diesem Moment? Sieht er nicht, dass ein paar Spieler einfach in die Kabine laufen, ohne eben zu den Fans hinzugehen, weil er das eigentlich mehr als verdient hätte, dass man dort hin wäre nach so einem Spiel. Er ist auch nicht rum gewesen und schon allein aus diesem Grund gibt es ja jetzt riesige Diskussionen unter der Mannschaft, in der Mannschaft. Das hätte man vielleicht schon können unterbinden, wenn man im Recht im Moment halt auch dort war, um das zu verhindern. Und den Spielern sagen, hey, Moment mal, dort über, und zwar blitzartig. Und das hat man unterlassen. Ich weiss nicht, wo der Alex war, aber das war auch von ihm halt auch ein bisschen ein Fehler gewesen. Jacko, du hast vorher angesprochen, dir haben ein bisschen die Emotionen in diesem Spiel gefehlt. Und eben dann gibt es die Situation, wo 2-3 Spieler schon vorher in die Kabine gehen für einen Fan. Eben, dann sieht es ein bisschen emotionslosen Match und dann die Situation. Da denkt der Fan auch, ja, gehen die wirklich alles für das rot-blaue Liebling? Ja, es entsteht dann vielleicht der falsche Eindruck. Ich sage, man muss einfach probieren, in so einem Spiel als Spieler alles können zu geben, dass man mal auch den Funken überspringt zu den Fans. Das fehlt vielleicht ein bisschen. In der Offensive haben sie ein paar gute Aktionen gehabt. Es gibt dann nachher dann eben Aktionen, auch in der Defensive, wo man eben einmal eine Aktion muss provozieren muss. Und das fehlt ein bisschen. Und wenn dann Spieler natürlich nach so einem Spiel enttäuscht sind, ist ganz normal. Du kriegst am Schluss noch ein Goal, ein Gegengoal. Und dann willst du am liebsten in die Kabine reingehen. Und sehr vielen Spielern ist das gar nicht bewusst, was es bedeutet, beim FCB zu spielen. Die kommen ja von irgendjemandem. Die meisten können nicht einmal Deutsch. Das ist nicht ein Vorwurf von dir, das ist eine Tatsache. Die kennen auch nicht unsere Fankultur. Der Fabian Frey kennt sie sehr gut, andere Spieler kennen sie gut. Und die wissen, was es bedeutet, nach einem Spiel sich zu bedanken und nicht einfach reinzugehen. Ich mache den anderen Spielern keinen Vorwurf. Die wissen das gar nicht, denen ist das gar nicht bewusst.
Aber wer kümmert sich denn um die Spieler? Wer sagt ihnen, du musst das machen? Dort muss man eben den Hebel ansetzen. Ich meine, es ist ja nicht nur etwas beim FCB. Bei den anderen Vereinen ist das genau gleich und dort funktioniert es ja auch. Ja, anscheinend funktioniert es. Man muss natürlich da schon jetzt sehen, das ist ein zusammengeleister, zusammengekaufter Haufen, der hier auf dem Platz rumläuft. Das muss man, so hart es klingt, halt auch sagen. Die schauen im Prinzip alle nur für sich. Da hat es viel zu wenig mit der FCB-DNA, wo weiss, um was es geht und wo bereit ist, das Letzte zu geben für den Verein. Und nicht nur für sich. Jetzt hier habe ich ein Goal geschossen, ich bin wieder der Grösste. Hauptsache, ich habe das Goal gemacht. Jetzt haben wir halt noch verloren, ja nur, ist halt so. Nein, und das fehlt in dieser Mannschaft, das Feuer, dass jeder wirklich einfach das Letzte macht, um nicht ein Goal zu kriegen und am Schluss nicht zu verlieren. Und man redet immer von, man will ja auf den zweiten Platz, ist auch gut, man muss ja ein Ziel haben, aber man muss auch schauen, dass man nicht noch weiter nach hinten geht, wenn es dann plötzlich so schwierig wird wie momentan. Und das ist keine einfache Situation momentan, vor allem eben mit einer Mannschaft, die null FCB-DNA hat, das muss man einfach so auch sehen, die viel zu jung ist, wo die Leute auf dem Feld fehlen, die in entscheidenden Situationen den Tag da geben, sagen, wie was du musst machen, wie du dich musst verhalten auf dem Platz, wo halt sieht, dort einen wird, pass auf dort einen, schau zu dem, obwohl der Angriff von dort kommt. Das sind viele Sachen, die fehlen in dieser Mannschaft. Und das kriegst du nicht einfach so an. Und darum, die Situation vom FCB momentan sehr, sehr ernst und sehr gefährlich. Es ist gerade zwar der FCB DNA ins Maul genommen. Der Fabian Frey und der Thailand Chaka, das sind sicher zwei, die FCB DNA haben. Und auch der Bruder von Thailand Chaka, der Granit Chaka, der Nazi-Captain. Und er hat sich per Instagram zu Wort gemeldet. Er schreibt, weiter so FCB, super, wie ihr das macht. Doch hat die Mannschaft aber nichts dafür. Die Einzigen, die mir leid tun, sind die Fans. Die rissen sich jedes Wochenende den Arsch auf. Und das ist dann die Belohnung. Schämen müsst ihr euch, was mit diesem Verein passiert ist. Unglaublich. Deutliche Worte vom Nazi-Captain. Ich wollte die Worte von ihm nicht kommentieren. Fakt ist, dass am FCB nicht unbedingt weiterhilft. Der FCB muss schauen, wie können sie aus dieser Situation raus. Ernie, du hast das sehr gut zusammengefasst. Der FCB ist in einer schwierigen Situation. Und zwar hat man klare Ziele vorgegeben, sehr hohe Ziele. Eben, man holt Spieler, wo man sagt, das sind alles super Talente. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Man hat gute Spieler geholt. Der Schuff ist ein guter Spieler. Der Amdoumi ist ein guter Spieler, definitiv. Und all die anderen, die man geholt hat, von denen redet man gar nicht mehr. Man hat das Problem mit dem Scholei, man hat auch geholt. Das ist ein wichtiger Mann für die Kabine. Das ist vielleicht auch einer, der dieser Mannschaft ein bisschen eine gewisse Erfahrung geben kann. Was passiert mit dem? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Jetzt ist der Vertrag aufgelöst worden. Also der FCB hat einige Probleme. Und wenn dann natürlich so grosse Spieler wie der Granit Xhaka auf Instagram so etwas posten, hilft es am FCB nicht wirklich. Es braucht jetzt einfach intern ein Zusammenrücken. Ein Zusammenrücken vom Alex Frey mit seinem Trainerteam, mit diesen Spielern. Die Unterstützung von außen muss noch mal kommen. Und dann, so wie der Alex gesagt hat, bis am Schluss probieren sie jeden Tag, sich zu verbessern im Training. Das ist der einzige Weg. Und diesen Spielern zu zeigen, was es bedeutet, wenn du im Joggeli auflaufen tust. Und dort haben wir vielleicht unsere Zweifel, die FCB-DNA, die übrigens David Degen auch hochgepriesen hat, die gesagt hat, wir wollen eben eine FCB-DNA entwickeln. Wir wollen zeigen, warum das die Spieler da sind. Die sind stolz, das Liebling anzuziehen. Ich weiss nicht, wie viele Spieler nach dem Match das Liebling abzogen haben, dass das Liebling wirklich dreckig war. Das bedeutet nicht, dass wenn du am Boden gehst, dass du jeden Zweikampf wünschst. Aber das fehlt und diesen Ansatz, den müssen sie jetzt haben. Und das ist der einzige Ansatz, den sie haben, weil wenn sie jetzt nicht punkten, dann wird's schwierig, den zweiten Platz zu erreichen. Ja, weil mit dem Match gegen Luzern ist die Hinrunde abgeschlossen und der Blick auf die Tabelle nach dieser Hinrunde, ja, der tut schon ein bisschen weh. Sechster Platz, fast 20 Punkte Rückstand auf IB und auch schon ein paar auf Lugano. Ja, auf IB schauen wir schon lange gar nicht mehr. Das ist in weiter Ferne. Man hätte ja eigentlich wollen, den zweiten Platz erobern oder avisieren. Zum Glück
schlägt auch jeden, halt auch jeden, auch von denen, die jetzt vor dem FC sind. Zum Glück ziehen die das, gibt es nicht einen oder vielleicht zwei, die das einigermaßen durchziehen. Ich meine, ein Servette gibt eine 2-0-Führung ab, sonst wären die jetzt auch weiter weg. Ein Lugano verliert wieder, nachdem sie gewonnen haben. St. Gallen verliert gegen 10 Mann, übrigens 60 Minuten lang. 10 Mal Zürich und die haben noch gewonnen. Beim FCB haben wir gesagt, wir haben 30 Minuten ein weniger gespielt. Wir haben noch einen Unentschieden erkämpft. Also, eben, das tut alles ein bisschen relativieren. Aber das Problem ist, das ist nicht FCB-like, so wie wir jetzt stehen. Und jetzt hat man ja gesagt, im nächsten Jahr wird alles besser, es ist alles toll. Die Mannschaft hat sich jetzt gefunden und so. Das sind ein bisschen so Durchhalteparolen. Jetzt muss man mal eine Mannschaft sehen, die auf dem Feld wirklich ackert, wo wirklich, wie der Check auch sagt, mit einem dreckigen Liebling in die Kabine geht und nicht ein schönes Spiel, Equipe, wo jeder ein bisschen für sich schaut, dass er gut aussieht und möglichst Ende die Saison kann auch jemand anders ahnen, weil nämlich hier nichts mehr geht. Und das zu vermitteln, ich habe immer gehofft, der Alex ist so ein Eckliger, so als Trainer vielleicht, der das denen kann rauskützeln, aber im Moment ist es ihm noch nie gelungen, muss ich leider sagen. Und darum hoffe ich, dass er sich halt vielleicht nicht immer nur vor die Mannschaft stellt und sagt, ich bin schuld an allem, ich nehme die Schuld auf mich. Nein, die Mannschaft hat auch eine Verantwortung. Und da dürfen wir auch mal sagen, dass man absolut nicht zufrieden ist mit einer Leistung. Und wenn man halt auch mal einen Spieler halt kann nennen, das kann ja bei dem nachher auch eine Trotzreaktion hervorrufen, dass der vielleicht zuerst mal denkt, oh, jetzt muss ich, jetzt haben es auch alle gehört. Und du kannst nicht nur immer eine Wohlfühloase für eine Mannschaft bilden, wenn es so schlecht läuft. Das kannst du mal machen, wenn es okay läuft und vielleicht mal ein Spieler einen schlechten Tag hat. Dann würde ich als Trainer auch nicht gerade auf dem rumhacken. Aber du kannst nicht dich immer vor eine Mannschaft stellen, die Moll für Moll einfach nicht gut spielt. Sonst bist du gescheitert und dann musst du die Konsequenzen eben ziehen. Das Thema Trainer können wir nachher noch drauf sprechen. 21 Gegengol hat der FCB bisher bekommen. Das ist zwar am drittwenigsten von der Liga, aber er hat auch noch 24 geschossen. Und die Goal, die er bekommen hat, da sind die meisten in der Start- oder in der Schlussphase gefallen. Da haben wir mal eine Grafik vorbereitet. Eben, über die Hälfte der Gegengol hat man entweder am Anfang vom Spiel oder am Schluss bekommen. Sprich, Jacko, man ist eigentlich am Anfang noch nicht so parat gewesen, oder hat der Match fast schon abgehockt im Kopf? Man muss die Statistik einfach ein bisschen vorsichtig anschauen. Und zwar ist es so, dass sehr wahrscheinlich sehr viele Mannschaften am Anfang und am Schluss die Goal bekommen. Dann passieren die meisten Goal bei den Mannschaften, die nicht ganz vorne sind. Und der FCB ist nicht ganz vorne. Dass IB da eine andere Quote hat, ist ganz normal. Es ist ein Indiz dafür, dass die Mannschaft noch nicht stabil ist, dass sie noch nicht zu sich selber gefunden hat. Es ist kein Gefieg da. Es ist nicht irgendwie, man kann sich nicht irgendwie auf zwei, drei, vier Spieler verlassen, die jedes Mal da sind, die ihre Leistung abrufen. Das ist eben nicht der Fall. Und man sieht dann, was das man schaffen muss. Das Defensivverhalten ist das eine. Aber du hast selber gesagt, es haben relativ wenig Goal in der Vorwärtsbewegung geschossen. Also respektive, auch dort muss man den Hebel ansetzen. Ich denke, es wartet einiges an Arbeit an Alex und sein Trainerteam. Und dann haben wir noch eine zweite Grafik vorbereitet. Gegen Goal haben wir noch ein bisschen genauer analysiert. Ernie, und die meisten hat der FCB bekommen in der Umschaltsituation. Und ich bin am wenigsten durch das. Ja, eben, weil man halt dann nicht Zeit hat, um sich irgendwie noch neu organisieren und neu zu stellen, weil man dann überfordert ist, weil man eben niemanden hat, der die Mannschaft schon vor dem Gegenstoss vielleicht schon ein bisschen so in Positionen bringt, dass das gar nicht passiert. Und wenn es dann schnell geht, dann ist man doppelt überlastet und sieht es dann gar nicht mehr. Und vielleicht ist das auch ein Grund von dieser Statistik. Spielen sie da vielleicht mit zu wenig Kopf nach der Ballerobung einfach so
Kopf durch die Wand. Ja, nicht Kopf durch die Wand, aber eben, man kann ja, man sagt ja, kopflos angreifen, wir gehen jetzt einfach mal alle führen, niemand sichert ab, ist aber auch kein, wo am anderen sagt, du bleib noch, da wird es schon zu gefährlich, oder zieh du dich da zurück und so, das lebt ja dann auf dem Feld, wenn du Leute hast, die das organisieren miteinander. Und da sagt sehr wahrscheinlich einfach keiner etwas und jeder denkt, oh, jetzt gehe ich auch noch führen, dort kriege ich vielleicht auch noch den Ball und vergisst den Gegenspieler, der vielleicht schon darauf warten, dass wenn wir den Ball erobern, kann ich dann hier gerade den Konter setzen. Und eben mit den aktuellen Leistungen, klar, der ein oder andere Fan tut dann schon mal den Trainer in Frage stellen. Das ist immer eigentlich der einfachste Grund. Aber eben, mir ist das jetzt zu einfach zu sagen, Trainer wird jetzt gerade in Frage gestellt. Natürlich, ich denke, Anfang der Saison hat man sich für den Alex als Trainer entschieden. Und ich denke, auch die Führung hat aus den Fehlern gelernt. Und man hat gesagt, man will ihm die Chance geben. Er braucht auch eine ganze Saison, damit sich die Spieler auch an ihn gewöhnen. Die Adaptionszeit ist jetzt vorbei. Und trotzdem hat man immer wieder sehr viel Wechsel. Also man sieht, es kommen immer wieder neue Spieler rein. Zum Teil gezwungenermaßen aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Sperren. Und der FCB ist einfach noch nicht so stabil, dass er so viel Wechsel kann irgendwie einfach so kompensieren. Und es braucht Zeit. Und die Zeit muss man am Alex und seinem Team geben. Und auf der anderen Seite muss man einfach so können spielen, dass man auch effizient spielt, dass man halt einmal nicht so einen guten Match macht, aber gewinnt. Aber für das ist eben zum Beispiel das Defensivverhalten und die Goal, die man bekommt in der Umschaltphase, ist einfach noch nicht so gut. Und die Führung muss sich allgemein noch mal ein bisschen mehr Gedanken machen. Vor einem Jahr hatte man eine ähnliche Situation gesehen mit dem Patrick Rahmen. Wenn man jetzt das beim Alex Freier so machen, der hat noch einen Vertrag bis in den Sommer 2024. Und wir wissen alle, auch finanziell steht der FCB nicht so rosig da. Ja, das ist so. Aber ich denke auch nicht, dass jetzt ein Trainerwechsel alles viel besser machen würde. Das Problem ist die Mannschaft. Die Mannschaft ist zu jung. Da hat es zu wenig Routinier, die zum Einsatz kommen. Ich denke auch, ein Tauli plötzlich spielt einfach nicht mehr. Wieso ist das kein Thema mehr? Ich meine, das ist einer, der wirklich die FCB-DNA hätte, der vielleicht als Vorbild, als Vorkämpfer auf dem Platz könnte vorangehen und vielleicht andere mitreissen oder vielleicht einmal andere anspornen. Zum Beispiel, ich weiss nicht, wieso er nicht spielt. Ende letzte Vorrunde ist der Fabian die Figur gewesen, die nicht mehr gespielt hat. Auch eine Routine, die sehr viel an der Mannschaft auch bringen kann. Auch wenn er nicht mehr der Schnellste ist vielleicht, aber schon allein mit dem Dirigieren und mit dem Organisieren kann das für die Mannschaft natürlich schon wertvoll sein. Aber wenn er allein auf dem Platz ist und am Schluss selber auch immer zwischen ihnen steht, dann kann er eben auch keinen Einfluss mehr nehmen. Und das Problem ist ganz klar die Mannschaft, die einfach zu jung ist. Das ist eine U21-Mannschaft zum Teil, die auf dem Platz steht. Und die haben ihre Formschwankungen, die haben ihre Erfahrungen noch nicht. Die müssen eben durch vielleicht ältere, erfahrene Spieler ein bisschen geführt werden auf dem Feld. Und die Mannschaft, ich habe es vorhin gesagt, ist zusammengeleist und zusammengekauft vom Tagen, wo ja das eigentlich im Alleingang immer macht. Und die Verantwortung für das muss er übernehmen. Das kann nicht der Alex. Und darum, wenn ein anderer Trainer kommt, wird das vielleicht ein, zwei Match vielleicht Kämpfer ist, vielleicht vom Auge gesehen, vielleicht ein bisschen besser, aber auf die Länge wird auch das nicht helfen. Der FCB ist schon wieder am Mittwoch im Einsatz, im Göpp. Also ein kleines Messer am Hals, wenn Göpp muss man unbedingt gewinnen. Und es ist ja eigentlich noch die einzige Chance für einen Titel. Das wird auch nicht einfach in Zürich. Nein, gegen GC wird das kein einfaches Spiel. Ich glaube, das letzte Heimspiel im alten Jahr hat man ja verloren gegen GC, wo dort defensiv sehr stabil war, kann mich noch erinnern. Der FCB hat Mühe gehabt. Natürlich, ja, das ist eine Chance, sich auch international zu qualifizieren, den Göpp, wenn man den Göpp gewinnen kann. Aber die Hürde GC, das ist eine hohe, vor allem in dieser Form, die sich der FCB momentan zeigt. Wird es ein schweres Spiel. Siehst du einfach das Messer am Hals und die einzige Chance noch auf den Titel? Ja, das ist jetzt langsam mehr als Messer am Hals. Die Mannschaft ist verunsichert. Da darf wirklich nichts passieren, sonst geht es sowieso schief. Und
GC hat keine Angst vor dem FCB. Die kommen auf den Platz, die wissen, die können wir schlagen, wenn wir Gas geben. Das ist so. Die FCB-Spieler, die sind unter dem Druck, dass sie unbedingt müssen gewinnen, unbedingt weiterkommen. Das ist von der Voraussetzung. Ist das nicht so einfach, in so ein Spiel hineingehen? Wir werden es sehen, wie es rauskommt am Mittwoch. Euch zwei Danke sind da gewesen. Ich habe es angesprochen für den FCB am Mittwoch zu oben im Göpp, zuerst gegen GC und dann geht es dann gerade nochmal gegen GC am Samstag zu oben, auswärts im letzten Grund in der Liga. Und über die beiden Matches und hoffentlich über das Göpp weiterkommen vom FCB reden wir dann am nächsten Montag an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen weiterhin gute Unterhaltung hier auf diesem Sender und bis nächste Woche. Ade miteinander.